Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu einem weiteren kleinen Reaction-Video von mir für euch. Diesmal soll es um das Demon's Souls Remake gehen. Ja, Freunde, wir haben lange drauf gewartet, oder einige von uns haben lange drauf gewartet auf dieses Spiel. Und auch dieses Spiel habe ich schon im Stream natürlich gesehen. Ich habe mit den Leuten alles gestreamt, die komplette Veranstaltung. Und das war auf jeden Fall eins meiner Highlights, absoluten Highlights. Was ist euer Highlight gewesen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Habt ihr Bock auf Demon's Souls? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Was ist da los, Freunde? Es sieht sehr, sehr geil aus. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden uns jetzt den Gameplay-Trailer reinziehen gemeinsam. Und das soll ja exklusiv für die PlayStation 5 kommen. Soweit ich das jetzt verstanden habe, auch dieses Jahr noch. Also, Freunde, gebt ein bisschen Gas. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr das Video unterstützen wollt, lasst gerne eine Bewertung da. Wäre auf jeden Fall eine ehrenhafte, feine Sache. Und wie immer, wenn ihr das Ganze ohne mein Gequatsch gucken wollt, checkt den offiziellen PlayStation-Kanal ab. Let's go, Freunde. Ich freue mich sehr drauf. Sehr, sehr krass drauf. Seit der Ankündigung freue ich mich sehr drauf. Und ja, Demon's Souls war so mein erster Anhaltspunkt damals mit der Souls-Reihe. Und jetzt ist als Remake. Alter, ich freue mich extrem drauf. Und ich habe es im Event habe ich direkt schon an dem ersten Glockenklang erkannt. Und dann ihre süße Stimme natürlich. Schön, schön, Freunde. Alter Schwede. Das Event war schon krass. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Highlight war. Der Nexus. Schön. Auch diese Musik direkt wieder, oder, Freunde? Oder? Da kommt gute Erinnerung hoch wieder. Ach, schön. So schön, Freunde. Also wenn sie es wirklich alles übernommen haben und wirklich 1:1 Remake, also was, nicht 1:1 Remake, aber von den Mechaniken, wie sie so funktionieren, was da so in der Welt passieren kann, passt auf die gute auf, sage ich. Mehr möchte ich nicht sagen an der Stelle, ne? Und nein, es ist kein Spoiler. Es kann passieren, es muss nichts passieren. Ihr wisst ja, in Dark Souls, Demon's Souls ist alles möglich, ja? Und es sieht so geil aus. Alleine hier, zieht euch das mal rein. Wie die Souls in einen reingehen, wa? Ach, Freunde. Ja, ey, ich kann mich noch daran erinnern. Meine ersten Versuche. Vor allen Dingen, was du auch nicht checkst, wa? Auch das in Bezug auf Aufpassen, ne? Oh, Leute, es ist mir in Dark Souls auch nochmal passiert. Aber hier auch, dass ich aus Versehen eine der guten Leute aus Versehen einfach angeschlagen habe. Und, sie war eine davon. Ich habe aus Versehen einmal auf sie draufgeschlagen und dann war Chaos. Also, ja. Es ist halt so, dass du in den Demon's Souls, Dark Souls Games ein bisschen aufpassen musst, wo du dein Schwert ziehst. Genauso wie im echten Leben, Jungs. Ja. Passt auf, wo ihr euch euer Schwert zieht, wo ihr euer Schwert reinpackt. In welchen Gegner meine ich natürlich vorne. Was denkt ihr denn schon wieder? Was soll denn das? Und, ey, die Optik hier, ey, es ist so geil. Es ist so geil. Könnt ihr euch noch erinnern, wie die uns versprochen haben, wie Dark Souls 2 damals aussehen sollte, mit dem ersten Trailer und so weiter? Könnt ihr euch noch erinnern? Und dann, wie das Dark Souls-Spiel am Ende aussah, Dark Souls 2? Es ist irgendwie so ein bisschen Wiedergutmachung, oder? Ich meine, spätestens jetzt auf der PlayStation 5 sollte ein Spiel so aussehen, denke ich, oder? Es sieht schön aus. Es sieht schön aus. Es sieht schön aus. Alleine, wie gesagt, wie er die Souls aufsaugt, alleine diesen Effekt. Und wie man vorhin bei dem Gegner gesehen hat, ja, ohne Maske, sein grimmiges Gesicht und alles. Ach, Freunde, schön. Ich freue mich so krass auf das Game. Allgemein auf die ganzen Games. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ich finde es geil, Alter. Ich weiß nicht, wie lang spiele ich schon Videospiele. 25 Jahre, mehr. Und auf solche Momente der Freude warte ich einfach. Und deswegen muss ich jetzt gleich schon wieder niesen. Running Gag des Kanals. Oh, ich verkneife es mir nochmal. Ja, das ist hier alles für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Das ist alles Anfangsgebiet. Und damals wusste man noch gar nichts so. Dark Souls 1 am Anfang war auch noch extremer Geheimtipp. War Demon's Souls, Freunde. Demon's Souls. Alter, da niemand wusste, was da eigentlich abgeht. Was ist das für ein Spiel? Viel zu krass, viel zu hart und so weiter. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir das Spiel damals aus der Videothek ausgeliehen habe, weil ich dieses Cover gesehen habe mit diesem Rittertypen. Das war auch diese Rüstung. Hab's reingelegt.
Hab sofort ohne Ende auf die Schnauze bekommen und dachte mir, Alter, hä, irgendwie muss es doch zu schaffen sein, Alter. Dieser Boss, wieso kann ich den nicht schaffen? So hardcore, auch die ersten paar Gegner, weißt du, die ersten paar Gegner haben sich schon aus den Schuhen geprügelt. Und, das ist, ach, schön. Einfach schöne Erinnerungen, schöne Erinnerungen. Oh, wie geil, ekelhaft der aussieht, oder? Könnte auch direkt aus dem letzten Doom-Game sein, oder? So, vom Aussehen her? Schön ekelhaft einfach. Genauso muss es aber auch sein, Freunde. So muss es doch sein, oder? Was meint ihr? Ach, geil. Enttäusch uns nicht! Vollbraten, Johnny! Schön. Jetzt habe ich... Konnte ich jetzt nicht drauf achten. Aber das wäre natürlich noch ein bisschen geiler gewesen. Das wäre noch ein Ticken geiler gewesen, so vom Feeling her, wenn du mit deinem scharfen Schwert hier in sein dickes Fleisch reinschneidest und du würdest wirklich so Kratzer oder beziehungsweise richtige Fleischwunden sehen. Ne? Aber das haben sie nicht gemacht, oder? Oder sehe ich? Es spratzt schon Blut. Man sieht auch so ein bisschen Punkte, wo du da reingeprügelt hast. Aber das wäre natürlich noch... Das wäre wirklich so... Next Level. Nicht Next Gen, sondern Next Level. Alter, das würde ich mir so wünschen für so ein Game. Dass du dann wirklich nochmal in die Leute reinschneidest und siehst, wo du da mit dem Schwert langgezogen bist. Hier der Tower Knight. Tower Knight, schön auf die Ferse gehen, Freunde. Geil. Die Brücke auch. Das ist hier Anfangsgebiet, Freunde. Das ist Anfangsgebiet hier, die Brücke. Das jetzt nicht unbedingt. Die Gargoyles nicht. Fire Lurker. War doch sehr nah, glaube ich, oder? Korrigiert mich, Freunde. Das ist, glaube ich, das ist doch das mit diesen Manta-Rochen in den Lüften, oder? In dem Himmel. Ach, geil, Freunde. Ohne Scheiß, alleine nur... Ui, das Feuer sieht nice aus. Alleine nur, wie er die Souls aufnimmt, also wie er die Seelen in sich aufnimmt. Alter, dieser Effekt ist schon nice. Aber ich laber schon wieder so viel, Freunde. Ich merk's. Komm, ziehen wir den Trailer jetzt bis zum Ende durch. Ich laber schon wieder viel zu viel, Mann. Ach, Demon's Souls. Aber Freunde, bitte. Freunde, ich sag eins. Ja. Demon's Souls, ich freue mich drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich werde es zocken, ich werde es feiern. Aber Elden Ring? Nachdem das Remake draußen ist, ein bisschen paar Elden Ring-Informationen, Freunde. From Software, ein bisschen von Elden Ring uns ein bisschen was erzählen, was es, wie das aussieht so. Ja? Und nach Elden Ring Bloodborne 2, wie wär's, Freunde? Ich hätte Bock drauf. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Däumchen da und schreibt gerne mal in die Kommentare, was, wie gesagt, euer Highlight des Showcases von Sony war. Und ob ihr euch die Konsole dieses Jahr noch holen werdet oder ob ihr ein bisschen abwarten werdet. Ja? Lasst mich das gerne alles wissen. Wir hören uns in den nächsten Videos. Haut rein!